Gesellschaft Einfluss nehmen und sie auf stramm konservativen Kurs trimmen. Dazu gehört auch, dass das Opus Dei über zahlreiche Vereine und Stiftungen verfügt, die nach außen nicht als Organisationen des Opus Dei erkennbar sind. So hat beispielsweise in Bonn eine Vereinigung mit dem harmlos klingenden Namen Studentische Kulturgemeinschaft ihren Sitz. Sie wird mit Millionen aus dem Kirchensteuertopf der nordrhein-westfälischen Bistümer unterstützt. Dagegen regt sich jetzt an der Kirchenbasis Widerstand. Ein Bericht von Norbert Hiller. Da weht nicht der Geist der Kirche Christi. Das ist ein Geheimbund, dem man mit äußerster Skepsis nur entgegentreten kann. Ich habe selber die Erfahrung gemacht, dass die versuchen, Leute für ihr Studentenheim zu kriegen, ohne offen zu sagen, dass sie vom Opus Dei sind. Der Ausdruck fundamentalistisch für diese Organisation bedeutet, dass da massiver moralischer Druck auf Mitglieder ausgeübt wird. Dass junge Menschen unter Druck gesetzt werden. Und man kann Menschen ja manipulieren, das kommt mir vor wie in einer Sekte. Sekte, Fundamentalisten, verdeckt arbeitender Geheimbund. Vorurteile? Ist das Opus Dei, das Werk Gottes, ein ganz normaler Teil der katholischen Kirche? In Euskirchen, am Rand der Eifel, betreibt das Opus Dei ein Bildungszentrum. Hier wird geistliche Bildung für Mitglieder und Freunde angeboten. Die Kurse sind streng nach Männern und Frauen getrennt. Ein Grundprinzip des Opus Dei. Das Haus ist gerade fertiggestellt worden. Der erste Eindruck? Gediegene Eleganz. Hier musste nicht gespart werden. 28 Millionen Mark hat es gekostet. 8 Millionen Mark gab es als Zuschuss aus dem Kirchensteuertopf der Bistümer Nordrhein-Westfalens dazu. Überall im Haus stößt man auf die Bilder des Gründers vom Opus Dei, José María Escriva de Balaguer. Der spanische Priester hier links hat nicht nur auf Fotos die Nähe zu den Päpsten gesucht. Seine Anhänger begegneten ihm mit unterwürfiger Verehrung. Als einer der stärksten Förderer des Opus Dei erwies sich Papst Johannes Paul II. Er sprach José María de Balaguer vor 3 Jahren auf dem Petersplatz selig. Der Papst war es auch, der dem Opus Dei eine kirchenrechtlich herausgehobene Stellung verschaffte als sogenannte Personalprälatur, die ihm direkt unterstellt ist. Der Weg von José María Escriva de Balaguer, das für Opus Dei-Mitglieder bis heute grundlegende Werk. Sprüche und Aphorismen wie diese. Sage deinem Leib, lieber will ich mir einen Sklaven halten, als selber dein Sklave sein. Es bleibt nicht nur bei Sprüchen. Das erinnert mehr an mittelalterliche Folterpraktiken als an zeitgemäße Frömmigkeitsübungen. Der sogenannte Bußgürtel. Ein Metallband mit nach innen gerichteten Dornen. Der Gebrauch ist für führende Mitglieder des Opus Dei Pflicht, für die anderen Empfehlung. Ein Mitglied des Opus Dei haben wir nach dem Gebet in der Kapelle des Bildungszentrums gefragt, warum das Zentrum des Opus Dei für ihn wichtig ist. Ernst Kastenholz ist Diplom-Informatiker. Es gibt gewisse Mindestanforderungen, die sollte jeder leisten. Darüber hinaus bleibt es jedem freigestellt, mehr zu machen. Und das tue ich, indem ich hier an zusätzlichen Veranstaltungen teilnehme und ich sage mal, dieses Haus im Grunde genommen als eine Art Trainingscamp im Glauben benutze. Dass das Trainingszentrum des Opus Dei mit Hilfe von Kirchensteuern finanziert wurde, dagegen protestieren Kölner Katholiken mit ihren Unterschriften. Die Initiatorin der Privataktion, die Ärztin Renate Hirt. Wie viele Unterschriften sind das bis jetzt? Circa 500. Und was wollen Sie damit machen? Ich möchte sie einem Kirchensteuerratsmitglied übergeben. Am 16. Dezember ist Kirchensteuerratssitzung. Der Kirchensteuerrat soll mit Hilfe der Unterschriftslisten dazu bewegt werden, das Geld statt fürs Opus Dei doch für karitative Zwecke zu verwenden. Zum Beispiel zum Bau eines christlichen Hospizes. Das Kirchensteuerratsmitglied Detlef Baumann musste Frau Hirt und einem Mitstreiter allerdings gestehen, dass der Kirchensteuerrat die Gelder ans Opus Dei gar nicht im Einzelnen genehmigt hatte. Die Gelder wurden von den Bischöfen nämlich pauschal per Umlage eingezogen. Also Sie wussten immer nur, es gehen Gelder an das Opus Dei? Nein, das wussten wir gar nicht. Sie wussten es gar nicht? Das wussten wir gar nicht, weil ja... Also Sie haben, Entschuldigung, im Kirchensteuerrat nie darüber diskutiert? Nein, vorher. Nein, weil die Bischofskonferenz uns keine Rechenschaft darüber schuldig ist, was die mit diesem im Wege der Umlage zur Verfügung gestellten Betrag nun macht.
So flossen seit Jahren 8 Millionen Mark an den Kirchensteuerräten vorbei in dieses Gebäude des Opus Dei. Bibliothek, zwei Kapellen, Gymnastikhalle, Schwimmbad. Nur Eingeweihte wissen überhaupt, dass das alles dem Opus Dei gehört. Denn wo Opus Dei drin ist, steht nicht unbedingt Opus Dei drauf. Hausherr dieser Tagungsstätte ist eine studentische Kulturgemeinschaft. Die Begründung des Opus Dei klingt etwas seltsam. Weshalb studentische Kulturgemeinschaft von Opus Dei? Ich meine, das ist eine Erfahrung aus dem Leben. Der Rennfahrer Michael Schumacher fährt nicht sein eigenes Auto. Er fuhr früher Benetton Renault und fährt heute für Ferrari. Das heißt also, die Firma Ferrari stellt die Mittel, die Instrumente, das Instrument in diesem Falle zur Verfügung, damit der Top-Pilot Michael Schumacher das Rennen fahren kann. Und genauso ist das bei uns. Die studentische Kulturmeisterschaft stellt die Mittel zur Verfügung und unser Pilot ist das Opus Dei. Nun weiß allerdings jeder, dass Michael Schumacher Ferrari fährt. Dass die Studierzimmer der studentischen Kulturgemeinschaft die Zimmer des Opus Dei sind, das weiß nicht jeder. Wenn der Kirchensteuerrat darüber genau Bescheid gewusst hätte, dann hätte das wohl Konsequenzen gehabt. Ich könnte mir gut vorstellen, dass sich wohl eine Mehrheit gefunden hätte, um hier kritisch die Höhe des Zuschusses dann unter Umständen in Frage zu stellen. Die Kirchensteuereinnahmen sind rückläufig, im Erzbistum Köln wird gespart. Zwei Internate mussten geschlossen werden. Trotzdem, das Opus Dei kann mit weiteren Zuwendungen rechnen. Fürs Generalvikariat ist es eine katholische Organisation, wie andere auch. Das Opus Dei kann Anträge stellen und wenn wir die Möglichkeit haben und an eine Sache schätzen, dann werden wir es auch mitfinanzieren. Das tun die Dominikaner und die Franziskaner und andere geistlichen Gemeinschaften ganz genauso. Also das sehen Sie da auf einer Stufe? So ist es innerhalb der katholischen Kirche. An einem Dominikanerkloster steht auch dran, dass es von Dominikanern ist. Doch die Einrichtungen und Vereine des Opus Dei firmieren meist unter anderen Etiketten. Das wird weiterhin mit...